Wenn man sich über einen Zweitwagen Gedanken macht, ist dieses Auto hier eigentlich bestens geeignet. Der Smart Electric Drive als Cabrio. Denn in der Stadt ist der kleine Stromer perfekt aufgestellt. Mit ihm kriegt man überall einen Parkplatz. Man fährt lokal emissionsfrei, wie es so schön heißt, und als Cabrio hat man dazu noch den Frischluftfaktor. Eine komplette Batterieladung genügt für eine Reichweite von 155 Kilometern nach europäischem Fahrzyklus. Auch wenn es in der Realität dann vielleicht nur knapp 100 Kilometer sind, das reicht allemal für das Wochenendshopping oder die Fahrt ins Büro und zurück. Der oben offene Smart hat 82 PS und beschleunigt mit 160 Newtonmeter Drehmoment in gerade mal 4,9 Sekunden von 0 auf, naja, 60 km/h. Eine Zeit von 0 auf 100 hat Smart im Pressetext vorsichtshalber gar nicht angegeben. Warum? Weil der Stadtflitzer ohnehin nicht für den Autobahntrip gebaut wurde und bei 130 km/h auch elektronisch eingebremst wird. Neben der Reichweite ist ja auch immer die Ladezeit ein großes Thema. Smart hat dafür einen neuen Schnelllader an Bord. Der soll die Batterie zu 80% in 45 Minuten, sagen wir mal, betanken. Kleines Problem daran, der Schnelllader gehört zur Sonderausstattung, kostet dementsprechend extra und ist dazu auch noch erst ab Frühjahr 2018 erhältlich. Wer also auf diese Funktion Wert legt, sollte bis zum nächsten Cabrio-Sommer mit der Anschaffung warten. Wem das egal ist und wer sogar Lust hat, noch diesen Dezember oben ohne Sonne zu tanken, der kann mit beheizbarem Lenkrad als Extra zum Winterpaket greifen. Auch bei den Designpaketen ist die Auswahl schier unerschöpflich, Brabus-Paket eingeschlossen. Es gibt also viele Wege, das Smart ED Cabrio teuer aufzurüsten. Wem die Basis reicht, der muss 25.200 Euro investieren und darf sich dafür beim Start noch den Umweltbonus abholen. Rund 21.000 Euro muss man dann also investieren, wenn man bei diesem Elektro-Open Air mitfeiern möchte.